dramadynamische Betrachtung des Tores 44, das ist das Tor der Zusammenarbeit in Human Design, und wie wirken sich die Dramapositionen auf dieses Tor 44 aus, wobei wir uns vorher noch anschauen, wie wirken die unterschiedlichen Linien des Tores 44. Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video eben jetzt ganz speziell einmal ein Tor herausgepickt, und zwar das Tor 44, das Tor der Zusammenarbeit. Wir beginnen mit der Erklärung gemäß 64 Keys, also der Beschreibung von nach 64 Keys ist Zusammenarbeit. Und das Tor 44 befindet sich im dritten Bereich, im dritten Quartal, im Quartal der Beziehung, der Dualität. Und 64 Keys sagt, es ist die instinktive Bewusstheit, dass Unvoreingenommenheit den Erfolg der Zusammenarbeit fördert. Was heißt das? Es ist jetzt kein logisches Überlegen, keine logische nicht unbedingt eine logisch nachvollziehende Bewusstheit, sondern eine instinktive Bewusstheit. Das heißt, das Tor 44 ist ja auch im Milzzentrum und die Milzzentrum ist die körpereigene Intuition. Das heißt, diese instinktive Bewusstheit, dass eben je weniger Vorteile und Vorannahmen man mitbringt in irgendeine Zusammenarbeit, umso erfolgreicher kann diese Zusammenarbeit werden und eben je weniger Unvoreingenommenheit mit eingebracht wird, desto mehr fördert es den Erfolg der Zusammenarbeit. Und die Potenzialbeschreibung laut 64 Keys ist, das Tor 44 ist die Bewusstheit für Überleben durch instinktive Kooperation. Also auch hier haben wir wieder dieses Instinktive, nicht dieses Logische und Willentliche, sondern wirklich aus dem Instinkt, aus der körpereigenen Intuition heraus, wissen, was eben für Kooperation oder eben für das Überleben durch die richtigen Kooperationen wichtig ist. Und es ist auch die Erinnerung an die Fähigkeiten anderer, die dieser Archetyp des Personalmanagers besitzt. Das heißt einmal Archetyp des Personalmanagers, das heißt Menschen mit Tor 44 sind eben auch prädestiniert im Personalmanagement, im HR-Bereich und auch die Erinnerung an die Fähigkeiten anderer. Da geht es wieder so übergreifend auf das Wissen, was immer und überall im Großen und Ganzen existiert. Und es ist der Riecher dafür, welche Menschen für eine Zusammenarbeit hilfreich sind und nicht nur Zusammenarbeit mit denjenigen, denen es betrifft, also jetzt mit dieser Person, die das Tor 44 definiert hat, sondern auch, welche andere Menschen zusammenarbeiten könnten, sollten und wo Zusammenarbeit hilfreich ist. Es arbeitet aus einer instinktiven Wachsamkeit heraus, die sich an Erfolge und Niederlagen der Vergangenheit erinnert. Das heißt immer auch, was hat schon funktioniert, was hat bei wem funktioniert, was hat unter welchen Voraussetzungen funktioniert. Und diese Berücksichtigung der Vergangenheit ist auch ein Überlebensmechanismus, der jetzt aber nicht nur das Individuum schützt, also die Person, die das Tor 44 definiert hat, sondern auch die Gemeinschaft, zu der es gehört. Also es geht nicht um das Interesse des Einzelnen, der eben das Tor 44 definiert hat, sondern auch um die Gemeinschaft, in der sich diese Person, dieser Mensch befindet. Und das Tor 44, also Menschen mit Tor, definierten Tor 44, haben die Fähigkeit, Strukturen zu entwickeln, in denen gesund kooperiert werden kann. Das Potenzial des Tores ist die Zusammenarbeit. Das heißt, Menschen, die das Tor 44 definiert haben, sind auch dazu geboren, um eben einen Bereich zu schaffen, in dem auch wirklich kooperiert werden kann, Strukturen zu entwickeln, in denen gesund kooperiert werden kann. Nicht übervorteilen, sondern eben gesund kooperieren. Ich habe auch noch aus anderen Seiten vom Internet mir ein paar Beschreibungen herüberkopiert, und zwar von meinem damaligen klassischen Human Design System Analytiker David Petters. Der schreibt auf seiner Homepage zum Tor 44, das Tor der Wachsamkeit und das Entgegenkommen.
Das heißt, es ist jetzt nicht so dezidiert auf Zusammenarbeit, sondern eben das Tor der Wachsamkeit und auch das Tor des Entgegenkommen. Und auf Spiritwissen habe ich gefunden zum Tor 44 Kooperation. Du erinnerst dich in besonderem Maße an Erfolg und Misserfolge und kannst auf dieser Basis aktuelle Entwicklungen sehr gut einschätzen. Auch verfügst du über einen ausgeprägten Instinkt dafür, die Fähigkeiten von anderen, ich nehme an, von anderen Menschen dann eben zu nutzen und da das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ein drittes habe ich noch von Mondsteinsee, und zwar das Tor der Wachsamkeit und der Muster. Da kommen jetzt Muster auch noch dazu. Menschen mit diesem Tor sind wachsam und gut im Erkennen von Muster bzw. Trends. Durch diese beiden Geschenke des Tores sind Menschen mit aktiviertem Tor 44 sehr gut darin, auch in den Menschen um sie herum Muster zu erkennen und ihre Mitstreiter entsprechend ihren Talenten einzuordnen. Sie haben quasi einen Instinkt dafür, wer gut mit wem an welcher Aufgabe arbeiten kann. Gleichzeitig erhält dieses Tor auch die Angst vor der Vergangenheit, zum Beispiel frühere Misserfolge und die generelle Angst vor Bedrohung oder sogar Auslöschung. In Bezug auf den menschlichen Körper korreliert dieses Tor mit unserem Geruchssinn, einem unserer ältesten und besten Warnsysteme. Hier haben wir dieses Muster und Trends erkennen. Das ist etwas, was ich eben auch immer wieder bemerkt habe, dass ich sehr, sehr schnell und sehr gut irgendwelche Muster in Gruppen erkenne. Und auch dann sehe, wer was in welcher Gruppe ist. Und wenn man mich lässt, kann ich auch die Menschen so verbinden, dass sie wirklich optimal zusammenarbeiten oder eben im Netzwerk dann zusammenarbeiten. Gehen wir noch ein Stück weiter oder eine Ebene tiefer gemäß Human Design, und zwar jedes Tor hat ja sechs Möglichkeiten, also sechs Möglichkeiten, welche Linien definiert sind. Und da ich dieses Tor dreimal habe, beginne ich mal mit meinen. Also meine Linien des Tores 44 laut 64 Keys sind 44-4 ist Aufrichtigkeit. Das ist jetzt auch meine bewusste Sonne, das heißt meine Lebensaufgabe. 64 Keys sagt dann noch Führung in Aufrichtigkeit und Allparteilichkeit. Und wenn es ins Licht getriggert ist, der Instinkt, der bei der Führung alle Kräfte einbeziehen kann und mit großer Direktheit auf das Ziel zusteuert und in den Schatten getriggert, und das ist eben meine ganz persönliche große Herausforderung, weil eben auch dieses Dreieck nach unten bei meiner Definition dabei ist. Das heißt, es ist bei mir in den Schatten getriggert, und dieser Schatten ist eben der Drang, erfolgreich zu sein, vergisst die Allparteilichkeit und schaltet oder schließt Kräfte aus, die später vielleicht noch gebraucht werden. Wie habe ich gelöst? Ich komme später dann nochmal dazu, aber gleich einmal vorweg. Sobald der Drang, erfolgreich zu sein, nicht da ist, ist dann dieser Schatten auch nicht mehr akut und aktuell. Also man kann immer dann auch etwas dafür oder dagegen tun und es bewusst dann auch einsetzen. Das heißt, das zweite Tor 44 habe ich in der Linie 2. Das sind meine Werte. Da geht es um Leitung, und zwar um zielbewusste Entwicklung gemeinschaftlicher Strukturen. Die Strukturen hatten wir ja schon bei den Mustern erkennen und Strukturen schaffen. Das heißt, das ist auch eins meiner Themen, eine zielbewusste Entwicklung gemeinschaftlicher Strukturen. Das heißt jetzt nicht grundsätzlich und generell, sondern auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet. Da habe ich jetzt das Dreieck mit der Spitze nach oben. Das heißt, ist bei mir ins Licht getriggert. Das ist der Instinkt, eine gemeinschaftliche Struktur zu schaffen und zu organisieren, welche die gesteckten Ziele erreichen kann. Ich glaube, dass ich das in meinem letzten unselbstständigen Job recht gut umsetzen konnte, zumindest aus meiner Sicht, ab dem Zeitpunkt, wo mir das Thema aber dann nicht mehr so wichtig war, wo meine Werte nicht mehr wichtig waren. Ja, war es auch nicht mehr so
so wichtig für mich, diese Struktur dann auch wirklich aufrechtzuerhalten. Dazu komme ich dann auch später noch. Im Schatten wäre es, die Fokussierung auf die Ziele ist so stark, dass dabei leicht die Menschen übersehen werden, was zu quantitativen Erfolgen führt, aber die Qualität vernachlässigt. Also das ist etwas, wo ich ganz sicher sagen kann, dass mir Qualität immer wichtiger ist wie Quantität. Und die dritte Definition, meine dritte Definition vom Tor 44 ist in der Linie 5 die Organisation. Da geht es auch um meine Prosperität, das heißt der bewusste Jupiter. Und da ist es jetzt nicht getriggert, das heißt, erstens ist Organisation eben das instinktiv Erkennen der Muster. Das heißt, zuerst hatten wir diese Strukturen, jetzt haben wir die Muster. Und ins Licht getriggert wäre es die Fähigkeit für andere, den richtigen Platz in der Hierarchie zu finden, an dem sie sich entfalten können und der Gemeinschaft dienen. Und in den Schatten wäre es dann die manipulative Unterdrückung anderer und der Missbrauch ihrer Fähigkeiten. Das heißt, hier haben wir jetzt, dadurch, dass es nicht getriggert ist, habe ich den Spielraum vom ersten zum zweiten, also in der ganzen Gesamtheit der Möglichkeiten. Das waren meine drei Linien. Ich zeige dir aber auch noch die Definitionen der anderen drei Linien des Torus 44, damit wir das wirklich mal uns in der Gesamtheit anschauen können. Die Linie 1 des Torus 44 wären Bedingungen, durch Bedingungen die Gemeinschaft strukturieren. Das geht eben von lichtvollen Trigger, der Instinkt, die Gemeinschaft zu strukturieren und die Rollen zu verteilen, auch wenn das einschränkende Bedingungen für manche bedeutet. Das heißt, hier haben wir schon etwas mehr von diesen ganzen Manipulationsgedanken drinnen. Und der Schatten wäre die Interaktion mit den Mitgliedern der Gemeinschaft, die auf Harmonie abzielt, es aber versäumt, Bedingungen festzulegen, was den Erfolg gefährden kann. Das heißt, hier geht es jetzt eben von, ich stelle Bedingungen auf, unter denen ich bereit bin zu arbeiten, auch wenn das für andere einschränkend ist, da wird mir das jetzt egal sein, aber ich habe es Gott sei Dank eh nicht, diese Linie definiert, und eben auch dieses, es geht um den Erfolg, es geht um den Erfolg und nicht um den Menschen. Bei der Linie 2 vom Tor 4, also bei der Linie 3, weil 2 habe ich ja, bei der Linie 3 wäre es die Einmischung, die Wachsamkeit mit Störungen umgehen zu können, von angefangen der Instinkt auf Störungen vorbereitet zu sein, um einzugreifen und dabei die Gabe mit dem Ego anderer umgehen zu können, um die Ursachen zu finden, was in meinen Augen wieder sehr manipulativer Ansatz ist. Und der Schatten wäre die Fehleranfälligkeit, weil mit Störungen nicht umgegangen werden kann, die Ursachen nicht erkannt werden und daher wirklichkeitsfremd geurteilt wird. Und die Linie 6 vom Tor 44 wäre die Distanz, Distanziertheit, die das eigene Wohlergehen sichert, von dem Instinkt, der auf das große Ganze blickt, ohne sich dabei involvieren zu lassen und trotzdem verbunden ist, bis zu die arrogante Abgehobenheit, die auf die anderen herabblickt und das eigene Wohlergehen in den Mittelpunkt stellt. Warum habe ich das diesmal so detailliert dir hier reingeschrieben und auch vorgelesen, damit du einmal diese ganze Bandbreite siehst, was das Tor 44 eigentlich aussagen kann? Also wenn jetzt irgendwo nur eine Bezeichnung steht, eine Begrifflichkeit für das Tor 44, zum Beispiel Zusammenarbeit, dann sagt das noch lange nichts aus, wie es wirklich in meinem Fall gelebt werden kann, soll und voraussichtlich auch wird. Das heißt, ich habe es dreimal definiert, ich habe drei unterschiedliche Ausprägungen davon und es gibt aber auch drei Ausprägungen, die bei mir nicht festgelegt sind. Ich könnte sie zwar leben und ich hatte auch mal eine Zeit lang den Trigger durch einen Return, wo es eben als Thema dazugekommen ist. Aber zum Beispiel diese Einmischung und Distanz, die hatte ich eigentlich nie jetzt wirklich als mein Thema. Das mal vorweg, nur rein auf Bezug von Human Design. Das heißt, ich habe auch hier schon bei jedem der 64 Tore habe ich schon jeweils sechs Möglichkeiten, dieses Tor auszuleben in unterschiedlichen Bedeutungen und innerhalb
dieser sechs Linien dann nochmal entweder Licht oder Schatten oder beides. Also du siehst schon, das kann sehr, sehr tief gehen. Aber diese Definition ist ja noch nicht alles. Also wir haben, wenn ich es nochmal zusammenfasse, von Human Design her, wir haben die Tore, wir haben die Linien, aber wir haben dann auch noch Farben und Töne und die Basis. Und diese Tore verbinden sich zu Kanäle und definieren dann auch Zentren. Das heißt, es geht nicht nur um die Tore, sondern auch, wie werden die dann mit anderen Toren, wie entstehen Verbindungen, welche Zentren werden definiert und noch alles mögliche andere, wie diese ganzen Variablen, Umgebung und Ernährung und Sichtweise und Motivation und das alles. Also das kommt jetzt alles noch dazu. Und das, ich bin noch immer beim Tor 44. Also jedes Tor 44, jede Definition vom Tor 44 kann dann noch einen Kanal bilden. Also 44 kann nur einen Kanal bilden. Und es kann auch in Summe dann, wenn es den gegenüberliegende Tor definiert hat, kann es auch die Zentren definieren. Und wir hatten, in letzter Woche hatten wir auch noch die Entwicklungsstufen und eben da den Kanal 4426 als eins der Beispiele. Hier jetzt nur dieses eine Tor von diesem Kanal, aber trotzdem hängt es auch noch ab von der jeweiligen Entwicklungsstufe, wie wir jetzt diese Definitionen ausleben. Und im letzten Video habe ich eben dieses Drama-Dreieck mal besprochen oder kurz angerissen. Und das kommt dann auch noch dazu. Und was ich auch schon bei den Entwicklungsstufen gesagt hatte, es kann jetzt auch sein, dass wir in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedliche Drama-Positionen einnehmen. Wenn ich wieder auf das Beispiel vom letzten Mal zurückkomme, von dem netten, freundlichen Menschen aus dem Büro, der dann zu Hause den Macho raushängen lässt, kann ich auch hier dann sagen, okay, im Büro ist es vielleicht sogar das Opfer und zu Hause ist er dann der Täter, der sich abreagieren muss oder will oder kann, weil es jemand zulässt, weil er dort dann ein Opfer findet, welches sich eben vom Täter einschüchtern lässt. Also das kann dann auch pro Lebenssituation auch noch unterschiedlich sein. Aber ich möchte auch noch versuchen, dir ein bisschen einen Überblick zu geben, jetzt eben aufgrund der jeweiligen Dramapositionen, und zwar speziell eben auch auf das Tor 44 beziehungsweise das Thema Zusammenarbeit ausgerichtet, würde ich mal sagen, ein Täter, der das Tor 44 definiert hat, wird eher so Aussprüche tätigen, wie wir machen das jetzt so und nicht anders. Also einfach bestimmend, wie die Zusammenarbeit zu laufen hat. Ein Opfer wird immer nur erzählen, wann, wo und von wem es ausgenutzt wurde. Also da geht es nicht darum, was machen wir und was haben wir für ein Ziel, sondern ich bin so arm und ich werde immer nur ausgenutzt. Und der Retter ist dann der, der sagt, komm, ich helfe dir, das kannst du eben nicht. Oder das kannst du noch nicht und ich zeige dir jetzt, wie das geht und ich rette dich jetzt eben. Ich rette dich jetzt eben aus deiner Opferposition. Checker, ist mir so spontan der Spruch eingefallen, so, hey Bro, was geht? Ist doch eh alles easy? Also ja, unabhängig davon, ob die Person auch wirklich drauf hat oder nicht. Beim Star und bei der Drama Queen ist so, dieses immer wieder erzählen, wer wann was mit einem gemacht hat und von wem man jetzt unterdrückt und ausgenutzt wurde. Und beim Miesmacher ist so der typische Satz, also der Beginn eines Satzes von wegen ja, aber. Ansonsten, schau, ich zeig's dir, sonst funktioniert es nicht. Also dieses, du kannst das ja sowieso nicht. Aber auf eine andere Art wie der Retter. Der Retter ist eher so, du, ich zeig dir das jetzt, weil ich bin ja so gut und du kannst das nicht und ich helfe dir jetzt. Aber der Miesmacher ist eher dieser ätzende, vielleicht auch sarkastische Mensch, der dann eben so von hinten rum einen das Messer ins Herz rammt.
bei den transformierten Positionen hätten wir den Macher, der oder die halt den eigenen Weg der individuellen Zusammenarbeit findet. Bei der Muse würde ich sagen, inspiriert andere Menschen in deren Zusammenarbeit, ohne das jetzt hervorkehren zu müssen, sondern einfach, es ist eben eine Inspiration für andere Menschen. Und beim Mentor, der begleitet andere Menschen in deren gemeinsamen Entwicklung. Also jeden für sich und auch die Gemeinschaft an sich. Wenn wir jetzt beim Tor 44 noch bleiben, ein paar Worte dazu, warum habe ich gerade dieses Tor ausgewählt? Aus einem ganz einen einfachen Grund, weil es eben eine ganz spezielle Herausforderung war und manchmal noch ist, fallweise. Ich habe lange Zeit stark gezweifelt und gehadert, weil ich dieses Tor eben sogar dreimal bewusst definiert habe und mit den Begrifflichkeiten vom klassischen Human Design nicht so viel anfangen konnte. Das heißt, es wurde mir erst dann durch die Linienbeschreibungen von 64 Keys wurde es mir dann so richtig bewusst, worum es wirklich geht bei mir. Und bei mir hat nie wirklich eine direkte Zusammenarbeit mit anderen Menschen funktioniert. Zwar nicht real und nicht auf Dauer. Also ich war ja in keiner Firma länger als 4 Jahre. Von daher hat auch die Zusammenarbeit mit anderen Menschen jetzt eben nicht funktioniert. Weil das wäre ja eventuell eine Motivation gewesen, länger zu bleiben. Aber da kommen eben auch diese ganzen Muster, dieses intuitive Erkennen der Muster. Weil wenn ich dann erkannt hatte, was in dieser Gruppe läuft, in dieser Abteilung läuft, hat das dann manchmal nicht mehr den Werten entsprochen, mit denen ich zu tun haben wollte. Und es war aber durch mein offenes Emotionalzentrum, war eben meine Harmoniesucht oftmals größer als das Zulassen der Thematik des speziellen Tores beziehungsweise der jeweiligen Linie. Und von daher hat es auch gar nicht so wirklich funktionieren können. Außerdem hatte ich eine Vorstellung, wie Zusammenarbeit funktioniert. Und ich hatte mich eben eigentlich Zeit meines Berufslebens bemüht, diese Art von Zusammenarbeit zu leben und zu gewährleisten und zu machen. Und das hat nie funktioniert. Also das war jetzt für mich eben das, wie ich mir vorgestellt hatte, dass man Zusammenarbeit leben könnte und sollte und müsste, hat nie funktioniert. Und ich glaube auch, warum eben Tor 44, weil ich glaube, ich behaupte, dass ich alle Dramapositionen innerhalb dieses Tores schon durchlebt habe. Also von Täter über Opfer bis zum Retter, von wegen alle sind so böse zu mir. Also ich komme ja aus einer Opferfamilie, aus einer sehr opferbereiten und opferwilligen Familie. Und für mich war das die Standard-Dramaposition über Jahrzehnte hinweg. Was hat mir geholfen, um aus den Dramapositionen rauszukommen, eben mich intensiv mit den Thematiken meiner Definitionen zu beschäftigen, aber auch mit den Linien, die mich nicht betreffen. Dadurch bekam ich dann ein Gespür dafür, welche Bereiche meiner Veranlagung wirklich wichtig sind und wie ich sie leben kann und möchte. Also ich habe jetzt nicht nur eben meine 3 Linien angeschaut, sondern auch die anderen 3 und da ist mir eben das bewusst geworden, dass die anderen 3 meines Empfinden nach manipulativer sind als meine 3 Ausprägungen. Und das war auch das, was mir mehr liegt. Also mir liegt diese bewusste Manipulation nicht. Ich hatte es in irgendeinem Video schon gesagt, ich bin während meiner NLP-Ausbildung draufgekommen, dass ich so Dinge wie NLP nicht mag. Weder, dass jemand bei mir das anwendet, noch, dass ich das irgendwo anwende, jetzt bewusst und vorsätzlich. Ich meine, außer im Coaching, da war es aber immer mit den Kundinnen und Kunden abgesprochen, wohin sie wollen. Und wir sind dann auch eben durch Manipulation dorthin gekommen. Aber eben jetzt nicht, um mich selbst zu bereichern und mir selbst da jetzt irgendwas
Besseres zu organisieren, sondern um meinen Kunden und Kundinnen wirklich auch den Weg zu ebnen in gewisser Weise. Also ich habe mir auch das angeschaut, was mich jetzt nicht direkt betrifft und was mir auch wichtig, also nicht wichtig wurde, sondern was mir bewusst wurde, ist, dass ich durch das offene Harmoniezentrum ja immer dieses Wissen des Tores 44 unterdrückt habe. Ich habe es nie zugelassen. Dieses instinktive Bewusstsein, dieses instinktive Wissen, dieses intuitive Gespür habe ich nie zugelassen. Ich habe es immer gemerkt und ich habe es verdrängt. Ich habe es zurückgehalten. Und ich habe auch mich immer zurückgestellt. Und als mir das klar wurde, dass ich, wenn ich meine Lebensaufgabe wirklich erfüllen möchte und das in irgendeiner Form wirklich leben möchte, diese Zusammenarbeit in Form der Linie 4 des Tores 44, dann darf ich mich auch nicht zurücknehmen. Dann muss ich mich in meiner vollen Präsenz zeigen und darf eben nicht mich zurückstellen, sobald ich in eine Zusammenarbeit mit jemand anderem gehe. Das heißt, das war mein großes Manko. Immer wenn ich mit jemandem zusammengearbeitet habe, habe ich mich automatisch in die zweite Reihe gestellt. Es war unbewusst, es war mir nicht bewusst, es war unbewusst. Und es hat mich aber davon abgehalten, wirklich mein Leben so auszuleben und so auszuschöpfen, wie es für mich vorgesehen ist. Und was auch noch dazu kam, ist eben diesen Schatten anzunehmen. Diesen Schatten vom Tor 44 in der Linie 4, dieser Drang, erfolgreich zu sein und dabei die Allparteilichkeit zu vergessen und Kräfte auszuschließen, die später vielleicht noch gebraucht werden. Diesen Schatten auch wirklich anzunehmen und zu sagen, okay, das ist Teil meines Lebens, das ist Teil meiner Lebensaufgabe. Und dadurch, dass ich das jetzt nicht wollte, eben diese Allparteilichkeit zu vergessen. Ich meine, ich bin auch systemischer Coach und habe auch Aufstellungsleiterausbildung. Das heißt, für mich ist Allparteilichkeit immer wichtig. Aber wenn jetzt irgendwo Muster nicht stimmig sind und meinen Werten nicht entsprechen, dann kann es auch durchaus sein, konnte sein, wird auch in Zukunft immer wieder sein, dass ich sage, okay, mit diesem Menschen will ich nicht zusammenarbeiten. Und ich werde sie später nicht brauchen, weil ich ja nicht darauf aus bin, dass ich jetzt jemanden manipuliere, damit der das tut, was ich möchte. Also brauche ich ihn später auch nicht. Ich helfe Menschen, weil ich ihnen gerne helfe. Und nicht, um jetzt irgendetwas damit zu erreichen, dass ich die jetzt manipuliere zu irgendeinem Zweck. Aber ich werde noch ein eigenes Video machen über echte Manipulation in Verkauf und Marketing. Was mir jetzt noch geholfen hat, war eben die Erkenntnis, dass Zusammenarbeit in meinem ganz speziellen Fall nie für die Ewigkeit ist. Also ich habe schon erwähnt, ich habe nie länger wie 4 Jahre in einer Firma gearbeitet, in meinen unselbstständigen Jobs. Als ich selbstständig war, sowieso nicht, weil ich ja beratend unterwegs war und eben dann immer in anderen Firmen war und mit anderen Menschen gearbeitet habe. Aber in meinen unselbstständigen Jobs war ich nie länger wie 4 Jahre. Und das ist eben aber auch meins. Das ist meine Veranlagung, mein Dreifachsplit, meine Scannerpersönlichkeit, dass ich immer, wenn ich etwas erkannt habe, wenn es was klar war, wenn ich etwas gelernt habe, dann wurde es dann fad und ich bin weitergezogen. Und dieses, ich will jetzt auf immer und ewig zusammenarbeiten, was ich bei meinem Letztex zum Beispiel hatte, ich wollte mir mit meinem Mann gemeinsam eben etwas aufbauen und im Endeffekt habe ich dann gesagt, nein, nicht nur auf meine Kosten, dass ich mich krank mache und für jemand anderen arbeite, wo ich aber nichts im Endeffekt nichts davon habe. Oder auch im Fall von meiner letzten nebenberuflichen Tätigkeit, wo ich auch jemandem geholfen habe, seinen Traum zu verwirklichen und ja, mit vielen speziellen Lernerfahrungen ausgestiegen bin. Aber das waren so
eben meine Erkenntnisse, durch die ich dann auch eben zu meiner Art von Zusammenarbeit komme. Und ich habe es jetzt dann nicht dazu geschrieben, aber für mich ist jetzt meine Form von Zusammenarbeit, was speziell für mich jetzt so, was dem entspricht, was ich mir vorstelle unter Zusammenarbeit, ist zum Beispiel Affiliate Marketing. Jetzt nicht das, was manche leben, sondern so echtes und klassisches Affiliate Marketing, wo ich sage, ich empfehle andere Menschen und dafür bekomme ich auch eine Provision. Jetzt nicht, wo ich wirklich zusammenarbeite, indem ich dicht mit dem im Büro sitze und, sondern eher auf so lockerer Basis zusammenarbeite. Das heißt, ich suche mir die Projekte und Produkte aus, die wirklich mit meinen Werten in Einklang sind und die empfehle ich. Und alles, was jetzt nur so irgendwie wischiwaschi, wie werde ich über Nacht reich, das interessiert mich nicht. Das heißt, wenn ich etwas empfehle, dann empfehle ich es, weil es mir ein Herzensbedürfnis ist und weil ich eben auch was davon haben möchte. Also ja, wie gesagt, meine Form von Zusammenarbeit, von optimaler Zusammenarbeit geht jetzt eben in Richtung Affiliate Marketing, sowohl selbst Affiliate Marketing anzubieten, als auch andere Menschen zu empfehlen, Produkte anderer Menschen zu empfehlen und dafür eine Provision zu bekommen. Das ist für mich dieses Win-Win oder wie eine liebe Bekannte immer sagt, Win-Win-Win, dass alle etwas davon haben, dass niemand jetzt wirklich über den Tisch gezogen wird und dass alle, die da mitarbeiten, auch wirklich aufeinander Rücksicht nehmen, sich gegenseitig empfehlen und jeder aber irgendetwas auch davon hat. So viel zum Tor 44 und Zusammenarbeit. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn du mir einen Daumen hoch lässt, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke einschaltest. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Baba, bis demnächst.